Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Smart Meter Rollout und wie er jetzt augenscheinlich beendet, abgebrochen oder was auch immer ist. Ich möchte mal ein bisschen drauf eingehen, was tatsächlich dahinter steckt und was das jetzt bedeutet für den begonnenen, laufenden und jetzt unterbrochenen Smart Meter Rollout. Wie ihr bestimmt ja gelesen habt in der Fachpresse oder andersweitig auch mitbekommen habt, Gericht stoppt Einbaupflicht von intelligenten Messsystemen, hat zum Beispiel die ZFK getitelt. Und da kann man so lesen, das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Einbaupflicht vorerst beendet. Laut OVG ist eine Verfügung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, voraussichtlich rechtswidrig. Die Bonner Behörde ist überrascht. Vom 5. März 2021. Das klingt jetzt schon mal danach, dass eben tatsächlich der Smart Meter Rollout erstmal beendet ist, abgebrochen ist und jetzt kann das nicht mehr weiterlaufen. Was steckt denn tatsächlich dahinter? Und man kann nämlich unter anderem auch bei BBH nachschauen, bei Becker Büttner Held, einer der größten Wirtschaftskanzleien, die ja auch einen bekannten Blog haben, den BBH-Blog, der Energieblog. Und hier steht nämlich auch, Qualität vor Tempo, OVG Nordrhein-Westfalen stoppt vorläufig verpflichtenden Einbau für intelligente Messsysteme. Stoppt vorläufig ist ja nochmal eine ganz wichtige Info, die wir gleich mitnehmen können, die ja schon sagt, naja, irgendwas muss jetzt gemacht werden und dann wird es ja wahrscheinlich weiterlaufen und dann wird es garantiert weiterlaufen. Und Becker Büttner Held, BBH, schreibt hier eben auch davon, naja, im Großen und Ganzen, sie haben auch hier die meisten Kläger vertreten, die auch aktuell noch verschiedene andere laufende Verfahren gegen praktisch das die Marktveröffentlichungen vom BSI haben, die gegen den Smart Meter Rollout, wie jetzt strukturiert ist, vorgehen. Denn tatsächlich, hier kann man es ja lesen, sind etwa 50 Messstellenbetreiber überwiegend von BBH vertreten, gerade insoweit unterwegs, dass sie im Eilrechtsschutz sich dagegen wenden, diese Marktverfügbarkeitserklärung anzuerkennen und diese eben vollziehen zu müssen. Was oder worüber redet man hier jetzt überhaupt? Diese Marktverfügbarkeitserklärung, die jetzt hier erstmal kritisiert wird, die ist beim BSI zu finden auf der Seite der Marktanalyse Smart Metering Systems. Wenn man da runter scrollt, dann sieht man hier neben der Version 1.2 die Allgemeinverfügung. Die ist damals, ich meine, noch mit der 1.1.1 veröffentlicht worden. Das war nämlich die, die damals zum Januar kam. Und in dieser Allgemeinverfügung steht es im Großen und Ganzen, na, wir haben jetzt festgestellt, zum Januar 2020, es gibt mindestens diese drei voneinander unabhängigen Hersteller. Und damit ist der Rollout jetzt auch zu starten für die intelligenten Messsysteme. Und zwar praktisch dann ab dem 24. Februar 2020. Und los geht's. Jetzt heißt das im Großen und Ganzen, intelligente Messsysteme sind definierte Geräte, die zertifiziert sind durch das BSI. Und diese Allgemeinverfügung sagt im Großen und Ganzen, diese Geräte und nur noch diese Geräte, die hier zertifiziert werden, dürfen eingebaut werden bei den Einbaugruppen, die von diesem Smart Meter Rollout betroffen sind. Es kommt darauf an, wie viel Energie man verbraucht, ob man jetzt eine moderne Messeinrichtung oder ein intelligentes Messsystem eingebaut bekommt. Das eine ist ja die Light-Variante, das andere die Premium-Variante des Smart Metering, wenn man so sagen möchte. Die können eben unterschiedliche Dinge. Es ist aber tatsächlich auch so, dass verschiedene moderne Messeinrichtungen, zum Beispiel mit so Aufstecklösungen, wo dann nochmal ein weiteres Modul aufgesteckt wird, auch fast das Gleiche oder sogar genau das Gleiche können wie die intelligenten Messsysteme. Und im Großen und Ganzen läuft es darauf hinaus, dass Hersteller von zum Beispiel diesen Geräten geklagt haben und gesagt haben, nein, wir sehen das ja gar nicht ein, dass nur noch diese zertifizierten Geräte eingebaut werden, weil es zum Beispiel formelle Probleme auch überhaupt bei den Vorgaben des BSI gab. Und tatsächlich sind genau diese Sachen jetzt vor Gericht gelaufen und haben zu Ergebnissen geführt, die tatsächlich erstmal irritierend sind. Wir sind jetzt mal hier direkt auf der Seite des Gerichtes. Hier ist die offizielle Pressemitteilung vom Oberverwaltungsgericht. Und hier steht nämlich eben auch, stoppt vorläufig die Einbauverpflichtung für intelligente Messsysteme. So, und jetzt kann man hier mal so ein bisschen durchgehen durch diesen Text. Wir müssen es nicht komplett machen. 4. März gab es einen Eilbeschluss des Oberverwaltungsgerichtes, die Vollziehung der Allgemeinverfügung, die wir gerade gesehen haben, aussetzt. Das heißt erstmal, diese Allgemeinverfügung
die Anfang 2020 veröffentlicht worden ist, die wirkt jetzt erstmal nicht mehr. So, das ist erstmal nur der Stand. Heißt im Prinzip ein kleiner Reset zu der Situation, die am Tag davor, bevor das in Kraft getreten ist, noch vorhanden war, die im Großen und Ganzen sagt, naja, es gibt noch nicht diese fertige Festlegung, nur noch die zertifizierten Geräte dürfen eingebaut werden. Das heißt, mit diesem Reset dürfen es prinzipiell auch bei den Einbaugruppen, die ein intelligentes Messsystem bekommen würden, auch noch andere Geräte eingebaut werden, die was Ähnliches können. Eine moderne Messeinrichtung mit aufgesteckten Extramodul, die dann auch ganz tolle Echtzeitübertragung kann, darf jetzt erstmal wieder eingebaut werden, bis hier eine neue Entscheidung, eine neue Grundlage zustande kommt. Warum ist das so? So, hier wird erst nochmal gesagt, dass diese Allgemeinverfügung also feststellt, dass es technisch möglich ist, die Smart Meter Gateways, die intelligenten Messsysteme einzubauen, weil eben hier bestimmte Hersteller, die vorher zertifiziert worden sind, praktisch zertifiziert wurden. Jetzt wird hier aber gesagt, dass diese Zertifizierungen womöglich gar nicht richtig sind und dass auch die Rahmenbedingungen in dieser Marktanalyse und in dieser Allgemeinverfügung gar nicht so richtig sind. Das schauen wir uns mal hier an. Es gab also ein Rechtsschutzverfahren eines privaten Unternehmens aus Aachen, also ein Messsteinbetreiber aus Aachen, der auch andere Messsysteme vertreibt. Zum Beispiel diese tollen, sagen wir mal, besseren, modernen Messeinrichtungen, die das auch weitestgehend die Funktion haben, die man hier erwarten würde. Und das heißt, das hat jetzt zur Folge, diese Aussetzung der Allgemeinverfügung hat jetzt zur Folge, dass vorläufig weiterhin andere Messsysteme eingebaut werden dürfen. Diese anderen Geräte dürfen jetzt weiterhin eingebaut dürfen. Dort, wo bereits intelligente Messsysteme eingebaut worden sind, müssen sie nicht ausgetauscht werden. Status quo ist also, nur diese Festlegung, okay, die zertifizierten Geräte dürfen eingebaut werden, ist außer Kraft gesetzt. An sich, der Einbau von intelligenten Messsystemen und Co. ist damit nicht abgebrochen, ist damit nicht komplett rückabzuwickeln. Nur die Festlegung, dass ausschließlich die zertifizierten intelligenten Messsysteme legal eingebaut werden dürfen bei den Einbaugruppen, das ist abgebrochen. Man darf weiterhin moderne Messeinrichtungen einbauen, man darf auch weiterhin intelligente Messsysteme einbauen. Aber man darf jetzt nicht mehr anwenden zu sagen, du hast mehr als 6000 Kilowattstunden, also darfst du ausschließlich diese zertifizierten intelligenten Messsysteme bekommen. Du dürftest jetzt mindestens vorläufig auch ein anderes Messsystem eingebaut bekommen. Eine moderne Messeinrichtung mit Aufsteckmodul oder was auch immer. Das ist erstmal das Status quo. Es wird nur gesagt, hey, wir haben hier eine Formalität, die aussagt, naja, diese Zertifizierung, schön und gut, aber diese Geräte sind nicht die einzigen, die eingebaut werden dürfen. Jetzt erstmal. So. Die Begründung ist jetzt wirklich spannend, weil hier entsteht vielleicht eine Baustelle, die uns noch eine Weile beschäftigen wird. So. Zur Begründung hat der Senat also im Wesentlichen ausgeführt. Die Allgemeinverfügung, die wir hier gerade gesehen haben, ne? Diese Allgemeinverfügung von Anfang 2020. Die Allgemeinverfügung sei voraussichtlich rechtswidrig. Huiuiui. Die am Markt verfügbaren intelligenten Messsysteme genügten nicht den gesetzlichen Anforderungen. Oh, die zertifizierten Geräte, die vom BSI zertifiziert worden sind, die zertifizierten intelligenten Messsysteme genügten nicht den gesetzlichen Anforderungen, sagt das Oberverwaltungsgericht. Das ist interessant. Warum? Sie seien hinsichtlich der Erfüllung der im Messstellenbetriebsgesetz und in technischen Richtlinien normierten Interoperabilitätsanforderungen nicht zertifiziert. Interoperabilität heißt ja, dass Geräte mit anderen Geräten funktionieren. Na, interoperabel sein heißt ja, es gibt offene Schnittstellen, mit denen man praktisch zum Beispiel das Gerät von einem Hersteller mit den Geräten von anderen Herstellern zusammenschalten kann und das funktioniert problemlos. Weil zum Beispiel der Zähler an sich und das Gateway an sich ja auch von unterschiedlichen Herstellern sein können. So. Und das wird gerade dann noch interessanter, wenn wir noch weitere Sparten mit auslesen wollen, Wasser, Wärme zum Beispiel oder auch noch andere Sensoren, dann sind das ja nochmal andere Hersteller, die da im Zweifel die Geräte hergestellt haben und die Schnittstellen zur Verfügung stellen. Und das muss alles miteinander ja funktionieren. Das ist Interoperabilität. Schwieriges Wort.
Interoperabilität. So rum. Und jetzt sagt also hier das Oberverwaltungsgericht, diese Schnittstellenoffenheit ist gar nicht gegeben. Diese Messsysteme, die bisher zertifiziert worden sind, können gar nicht zertifiziert worden sein, weil sie diese Anforderungen nicht erfüllen. Das sagt jetzt hier das Oberverwaltungsgericht. Warum? Diese Geräte seien wohl zertifiziert worden nach Anlage 7 der technischen Richtlinie 031091. Das ist die rund um das Smart Metering, rund um die Geräte. Und diese Anlage 7 war wohl jetzt die maßgebliche, nach der die Zertifizierungen durchgeführt worden sind. Diese Anlage 7 ist aber wohl formell nicht ordnungsgemäß zustande gekommen. Das ist hier die hauptsächliche Aussage, weil nämlich auch eine Anhörung des Ausschusses für Gateway-Standardisierung gar nicht erfolgt sei. Hui, das klingt sehr nach Formalitäten erstmal, ne? Also, da hat sich ein Gremium nicht getroffen und deswegen ist diese Anlage nicht korrekt. Oder hat nicht den Prozess durchlaufen, den es hätte durchlaufen müssen. Das ist also so eine Ansichtssache, ob das ein guter Grund ist, um die praktische Digitalisierung der Energiewende in Deutschland jetzt wieder ein bisschen zu pausieren oder abzubremsen. Allerdings, wenn es tatsächlich ja nicht formell korrekt war, wir sind nun mal in Deutschland, ja, dann ist es halt formell nicht korrekt gewesen, dann müssen wir es auch richtig machen. So sind wir ja nun mal. Wir wollen es ja richtig machen. Also, diese Anlage sei materiell rechtswidrig, weil sie hinsichtlich der Schnittstellenoffenheit hinter den gesetzlichen Mindestanforderungen zurückbleibt. Das ist natürlich spannend. Im Großen und Ganzen wird ja gesagt, das Messstellenbetriebsgesetz hat Voraussetzungen formuliert, die von den Zertifizierungsvoraussetzungen gar nicht gedeckt waren. Das ist die zentrale Aussage hier. Die Zertifizierungsvoraussetzungen haben gar nicht dem Gesetz entsprochen. Das sagt hier das Oberverwaltungsgericht. Bestimmte Funktionalitäten, die nach dem Messstellenbetriebsgesetz zwingend erfüllt sein müssen, sind in dieser Anlage 7 gar nicht vorgesehen. Und das ist natürlich ein Problem. Ja? Also unter anderem hat es die Konsequenz, dass die Betreiber von Erzeugungsanlagen aktuell nur sehr spärlich mit intelligenten Messsystemen ausgerüstet werden könnten. Weil zum Beispiel auch da so eine Schnittstellenoffenheit gar nicht gegeben ist. So, gerade in Richtung der Erzeugungsanlagen, das könnte man daraus jetzt interpretieren. Heißt, das BSI hat hier die Kompetenzen wohl ein bisschen überschritten nach Formulierung des Oberverwaltungsgerichts. Und hat mit dieser Anlage, die jetzt also als Vorlage für Zertifizierung genutzt worden ist, die gesetzlichen Mindestanforderungen unterschritten. Und das bedeutet natürlich, dass die Zertifizierung im Ganzen womöglich in Frage gestellt ist. Und deswegen die Feststellung über, wir haben jetzt die zertifizierten Geräte am Markt, gar nicht korrekt sein kann. Und damit die Aussage, es dürfen nur noch zertifizierte intelligente Messsysteme eingebaut werden, ja auch hinfällig ist, weil es gibt dann ja gar keine zertifizierten intelligenten Messsysteme. Wir werden aber sehen, was jetzt hier noch im Weiteren passiert, denn ja klar, dieser Beschluss ist erstmal unanfechtbar. Das heißt, mit diesem Beschluss ist der Smart Meter Rollout mindestens hier in Nordrhein-Westfalen erstmal abgebrochen, unterbrochen, unter neue Voraussetzungen gestellt. Aber es gibt ja auch noch Hauptsacheverfahren. Mit einer Klage gegen diese Allgemeinverfügung und noch etwa 50 gleichgelagerte Beschwerdeverfahren. Das heißt, da ist jetzt noch Bewegung im Spiel, da ist auch noch ganz viel Musik und hier kann noch einiges passieren. Wir werden sehen, was ganz konkret noch passiert. Aber im Status quo ist es erstmal die Allgemeinverfügung, die sagt, der Rollout der intelligenten Messsysteme hat begonnen, vor jetzt über einem Jahr. Die ist erstmal außer Kraft gesetzt. Das heißt, es dürfen jetzt erstmal alle möglichen Geräte eingebaut werden. Es dürfen weiterhin die bisher zertifizierten Geräte eingebaut werden. Es dürfen aber auch andere Geräte eingebaut werden, bei denen Kundengruppen, die von einem Rollout der intelligenten Messsysteme betroffen sind. Das ist erstmal der Status quo. Mehr bedeutet es nicht. Nichts ist vollständig abgebrochen, nichts ist beendet, sondern jetzt im Moment gibt es erstmal eine gewisse Technologieoffenheit, was den Einbau angeht. Und wir haben immer noch laufende Verfahren, die am Ende wahrscheinlich sagen werden, dass diese Allgemeinverfügung so nicht korrekt ist und wir verschiedene Schritte nochmal durchlaufen müssen. Und dann wird es neue formelle Beschlüsse geben, die dann auch wirklich den finalen Smart Meter Rollout in Deutschland beschreiben. Das
ist natürlich super spannend, ne? Also wir können sowohl in der Fachpresse, zum Beispiel bei der ZFK, ja auch noch Interviews sehen von BBH. Hier hat ein Partner der BBH auch nochmal sich dazu geäußert, dass es ja eben nicht darum geht, den Rollout aufzuhalten, sondern es einfach wirklich unter korrekte Voraussetzungen zu stellen. Es gibt ja aber auch dann solche Aussagen wie, naja, im Großen und Ganzen, wer ein Problem hat, soll sich halt an den Gesetzgeber wenden, weil ja die Voraussetzungen im Gesetz standen und die wurden ja augenscheinlich nicht erfüllt. Das ist echt spannend. Es macht die Welt gerade nicht einfacher, muss man natürlich auch sagen. Wir haben jetzt hier diesen Beschluss vom Oberverwaltungsgericht. Das wird sich so wahrscheinlich ja auch durchziehen. Und damit müssen die formellen Grundlagen für die Durchführung des Rollouts intelligenter Messsysteme wahrscheinlich einfach mal neu beschlossen werden. Und das zieht sich ja. Das zieht sich ja alles. Das Gesetz damals, das Messstellenbetriebsgesetz, hat sich ewig gezogen. Und dann natürlich der Rollout-Prozess als solcher ist ja lächerlich, wie viele Jahre das alles gedauert hat. Und jetzt sind wir gefühlt einfach nochmal ein paar Schritte zurückgegangen, müssen alles nochmal von Neuem betrachten und starten dann nochmal neu durch. Wir werden sehen, was das für Auswirkungen auf die fortzuführende Digitalisierung der Energiewende hat. Es gibt ja tatsächlich Probleme mit den intelligenten Messsystemen und zum Beispiel den Erzeugungseinheiten. Könnte sein, dass wir in Zukunft da bessere Rahmenbedingungen dann haben oder praxisnahere Rahmenbedingungen. Mal schauen. Ich bin gerne ein positiver Mensch und gehe davon aus, wir werden es jetzt hinkriegen, in dem zweiten Anlauf das alles mal unter die richtigen Voraussetzungen zu bringen. Aber natürlich ist es jetzt für die Praxis eine echte Herausforderung, weil bisher hatten wir dann so einen Tunnel an Möglichkeiten. Na, die intelligenten Messsysteme waren ja definiert und genau festgelegt, wer jetzt nun was für Geräte bekommen soll. Dieser Tunnel war ja relativ klar, das hat es ein bisschen einfacher gemacht. Und jetzt ist der weg. Und in Zweifel wird es nun in Zukunft eine gewissere Technologieoffenheit mehr geben. Mal schauen. Das macht es ja dann wieder komplexer, weil wieder verschiedene Möglichkeiten plötzlich da sind, die vorher ausgeschlossen waren. Die Energiewirtschaft wird nicht einfacher. Solche Dinge machen die Welt gerade erstmal nicht einfacher. Für mich als Dienstleister, für mein Unternehmen, toll, weil jetzt kann man anfangen, sowas auch wieder zu erklären und da ein Schulungsprodukt draus zu machen. Aber ganz ehrlich, es wäre manchmal auch schön, wenn wir einfach mal ein paar Schritte vorangehen würden. Wir werden sehen, wie sich das jetzt hier im Rahmen des Smart Metering noch ergibt. Okay, soweit dazu. Habt ihr erstmal Fragen dazu, dann gerne unten in die Kommentare. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.